Individualisierung ist ein Megatrend moderner Gesellschaften. Lebensstile vervielfältigen sich in nie dagewesenem Tempo. Das Interesse an vielen Themen ist fluide geworden. Festgelegtes Verhalten weicht der Spontanität. Kann ein Museum da mithalten? Wer sammelt, bewahrt und forscht, sollte nicht jedem Trend hinterherlaufen, oder? Andererseits verzeichnen Museen, wenn sie nicht gerade Blockbuster-Ausstellungen anbieten, einen ständigen Besucherrückgang. Novität ist gefragt. Erfahrungen mit Relevanz. Aber wie könnte ein Stadtmuseum mit einer permanenten Sammlung ständig etwas Neues bieten? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Szenografen und Kuratoren bei mGuide. Grundlage aller Überlegungen sind langjährige Erfahrungen mit Ausstellungen und Museen. Die Frage lautet, wie können die kulturellen Räume der Zukunft auf die Individualität jedes einzelnen Besuchers eingehen? Wie schafft man in bestehenden Umgebungen neue, gänzlich persönliche Erlebnisse? Digitalisierung ist die Antwort auf die drängenden Herausforderungen der Museumswelt. Eine Lösung heißt YAMU. Das ist die Verbindung analoger Exponate mit digitalen Inhalten. Storytelling maßgeschneidert auf individuelle Interessen. Das digitale Assistenzsystem YAMU schafft ein hybrides und immersives Raumerlebnis. Die Pfade durch die Sammlung richten sich nach den Interessen der Besuchenden. Ein einzelnes Exponat kann nun Dutzende von Geschichten erzählen. Yamo ist so individuell wie seine Benutzer und Benutzerinnen. Er bringt automatisch die richtige Sprache auf den Screen, stellt eine kindgerechte Route zusammen, führt barrierefrei durch die Ausstellung oder stellt eine schnelle Highlight-Tour zusammen. Der Fokus liegt auf dem Menschen, nicht auf der Technik. Die Dinge passieren einfach, ohne aktives Zutun der Besuchenden und ohne zusätzliche störende Geräte. YAMO kann überall im Raum unsichtbar Aktivitäten auslösen. Die einzige Voraussetzung ist der Token. Er enthält einen kleinen Sender, der beim Eintritt individualisiert wird. YAMO erkennt und lokalisiert die Nutzer und Nutzerinnen und reagiert entsprechend individuell. YAMO findet bereits statt, in hochrangigen Anwendungen wie zum Beispiel dem Deutschen Weltausstellungspavillon 2021 in Dubai. Einem internationalen Publikum eröffnet Jamo zahlreiche individuelle Erlebnisse und schafft eine buchstäblich zauberhafte Atmosphäre. Auch im derzeit ehrgeizigsten Museumsprojekt Deutschlands, dem Humboldt-Forum in Berlin, ist Jamo in der Ausstellung Berlin Global vertreten. Hier unterstützt das Assistenzsystem das dezidiert partizipative Prinzip des neuen Museums. Selbst über den Besuch hinaus kann YAMO Verbindungen zwischen den Besuchenden mit ähnlichen Interessen herstellen. Das System ist zukunftsoffen. YAMO wird weiterentwickelt bis zu einem KI-gestützten, reaktiven Assistenten, das während des Besuchs individuelle Interessen erkennt und, möglicherweise abweichend von der ursprünglichen Tour, Vorschläge für spannende Exkursionen macht. YAMO steht für einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel in der gesellschaftlichen Bedeutung des Museums. Raus aus dem Elfenbeinturm, Hinein, mitten ins Leben.